Und dann ist ein ganz bewährtes Muster, dass man dann auf die nachrückende Generation schaut und am liebsten auf die ganz Kleinen irgendwie, also die in den Schulklassen und dann kommen die Hochschulen, dann auch noch berufliche Ausbildung, vielleicht auch noch die Benachteiligten, die gar keinen Zugang haben zur Bildung. Darüber denken wir unglaublich gerne und lange nach und in allen dezidierten Auseinandersetzungen, aber niemals über uns, niemals über die, die und wir haben wir haben da gestern über Twitter schon irgendwie ein bisschen nicht gewitzelt, aber gefrotzelt, dass wir wegkommen müssen von diesem Nachhilfemodus. Wir sind unglaublich gerne in diesem Nachhilfemodus und geben anderen gerne Ratschläge, wie sie sich weiter bewegen und so. Vorleben, denke ich. Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, um irgendwie die Bildungsrepublik irgendwie aufzusetzen, ist irgendwie es selber vorzuleben, selber voranzugehen. Und wenn die VHS mit aller Macht nach vorne gehen würde, was meinen wir, was das für eine Aussage hat nach draußen? Und dann kommen die anderen auch und dann kommen die kleinen Betriebe und gucken sich das an und denken, Mensch, guck mal, die lahme VHS, jetzt haben sie das selbst hingekriegt, das schaffen wir das ja wohl auch noch. Ja, insofern, also Lobbyist, ja, gerne, natürlich sollen alle mitkommen und natürlich müssen auch die Schwachen irgendwie Möglichkeiten geschaffen werden, ohne Frage. Aber ich ich komme zunehmend zu dem Punkt, wo ich sage, das ist im Moment nicht unser Kernproblem. Also wir haben im Moment, unser Kernproblem ist an anderen Punkten und die Bundesrepublik ist nicht irgendwie die Speerspitze der digitalen Innovation im Moment weltweit. Und das liegt unter anderem daran, dass wir unglaublich satt sind und dass es uns sehr gut geht. Und ich glaube, da muss als erstes mal so der Korken platzen. So, das war der erste. Die zweite Frage nach der fairen Schnittstelle. Die faire Schnittstelle, genau, das ist auch so ein Punkt. Also ich meine, ich bin ja nun auch irgendwie lange in diesem Bildungssystem unterwegs gewesen. Und das ist ja nun alles andere als fair organisiert. Also das brauchen wir jetzt ja auch nicht irgendwie vorzumachen. Also sie können alleine, also ich sage das jetzt nicht, um den Dozenten zu gefallen, aber ich meine, die Gehälter der Dozenten im Verhältnis zu den Geldern, die ansonsten an die VHS fließen, stehen in keinem Verhältnis. Und es ist, also ich selber, ich meine, man kennt die Verträge, ne? Man hat sie an allen Institutionen, dass man die gesamten Urheberrechte abgeben muss und dann für so einen Hungerlohn irgendwie mit Vorbereitung, mit Nachbereitung, das ist alles nicht fair. Das ist alles nicht irgendwie im Sinne einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung, weil wenn Sie wollen, dass Leute irgendwie sich da einbringen, auch als Lehrende und irgendwie sich beteiligen, dann müssen Sie fair umgehen mit den Leuten und nicht die Institution in den Vordergrund rücken, sondern dann geht es darum,